So, die Frage ist, was können wir noch alles mit dem Doppelsprung machen? Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Und hier geht es auch noch weiter. Die beiden Sachen konnten wir nicht machen beim letzten Mal. Wir hatten ja vermutet, dass wir hier. Also hier müssen wir ja sowieso noch hin. Und ich glaube, wir hatten vermutet, dass hier irgendwo auch ein Doppelsprungareal gibt. Hier. Dass man hier nach oben kann. Oder hier. Ne, hier war zu. Hier, der Punkt war zu, glaube ich. Haben wir sonst noch irgendwas hier als Doppelsprung gekennzeichnet? Das hier unten, das hatten da mir einen Doppelsprung geholt. Hier, das sieht verdächtig aus, aber ich glaube, das waren nur diese Barrieren, die da im Weg waren. Na, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Und hier im entfernten Dorf, Tiefnest. Hier oben gibt es vielleicht noch was. Und hier oben, keine Ahnung. Und was mich immer noch verwundert, ist, dass wir hier die Pilzöde immer noch nicht. Nee, wie heißt die? Nee, jetzt nicht Pilzöde. Die heißt. Na, dieses Blubberblasengebiet, Nebelschlucht. Dass wir die immer noch nicht irgendwie haben. Hier sind wir auch noch nicht weitergegangen. Keine Ahnung. Das sind dann wieder Sachen, die mir irgendwie fehlen. Sachen, die aus meinem Kurzzeitgedächtnis gestrichen wurden und dann weg. Hier? Vielleicht. Ah ne, hier war, glaube ich, so eine Barriere. So eine. Auf dem auf dem Königspass in den heulenden Klippen waren wir auch schon lange nicht mehr. Da sollten wir vielleicht erst nochmal hingehen und dann würde ich fast empfehlen, wir holen uns den dritten hier ab. Hier unten haben wir auch noch so einen Baum. Den könnten wir auch irgendwann mal mitnehmen. Und hier haben wir noch einen Krieger. Den sollten wir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal abholen. Aber fürs Erste würde ich sagen, wir gehen nochmal zu dem Königspass, genau. Ja, wir sind jetzt relativ abrupt in die Session gestartet. Ich muss einfach mal kurz loswerden, dass ich froh bin, dass, ja, wir hatten jetzt vor einer Weile Strahlzeit. Dementsprechend hatte ich relativ wenig Zeit, um irgendwie aufzunehmen und auch grundsätzlich zu spielen, was mir immer so ein bisschen wehtut. Und ich habe auch gemerkt, bei den letzten Mal, wo ich Strahlzeit hatte, habe ich immer probiert, möglichst viel dann trotzdem noch mit irgendwie Leuten zu machen, um die Zeit noch nutzen zu können, das wenige bisschen Freizeit, was man da noch hat. Aber ich habe gemerkt, dass dieses ganze Hin und Her und grundsätzlich auch meine Lebensweise ziemlich in die Richtung gegangen sind, dass ich halt probiert habe, irgendwie Zeit zu optimieren und halt immer was mit Leuten zu machen und so. Und irgendwie mittlerweile gemerkt hat, dass das mir psychisch als auch körperlich gar nicht so gut tut. Unbedingt. Und ich glaube auch die Nackenschmerzen resultieren ein bisschen daraus. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, was ich hier mache, aber wir probieren es einfach mal. Es scheint zu funktionieren. Hi. Okay, dich nehmen wir mal mit. Liebend gerne. Chaka, chaka, chak. Moment, ist das hier noch einer? Ah, nee. Oder auch nicht. Genau, und mittlerweile habe ich das so ein bisschen eingesehen und habe auch bei der letzten Strahlzeit wirklich nichts nebenbei gemacht. Wirklich nur probiert, mich irgendwie auszuruhen. Und es hat ganz gut funktioniert, bis ich dann leider am letzten Tag irgendwie scheinbar was Schlechtes gegessen habe oder so. Warte mal, hier sind wir doch irgendwann mal gespawnt, oder? Ich bin auf jeden Fall wieder völlig falsch. Ich muss nach rechts unten, richtig. Genau, irgendwas Schlechtes vermutlich gegessen habe. Das war ziemlich uncool, aber ja, ist dann halt so gewesen. Musste mich dann nochmal ein, zwei Tage auskurieren, aber jetzt geht es mir auch eigentlich wieder ganz gut. Und wie gesagt, also was ich euch nur empfehlen kann, und ich glaube, das ist was, was ich. Moment! Ach, man kam ja gar nicht hin. Shit! Wir müssen ja von hier kommen. Dann tun wir das einfach mal. Nutzen wir gleich mal den Hirschkäfer und machen das einfach mal. Wird schon passen. Oder gab es hier noch einen speziellen Weg? Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Weil dahin würde ich schon noch ganz gern hin. Allein wegen dem einen Baum, der da noch ist. Und da scheint ja auch noch ein Weg zu sein, den wir irgendwie nicht abgegangen haben. Von daher, wird das schon passen. Tschüss. So, wo ist jetzt der Hirschkäfer? Ich tippe hier. Moment. Das war zu viel. Oder auch nicht. Perfekt. Vielen Dank. Und hier ist der Hirschkäfer. Wunderherrlich. Genau. Also was ich euch nur empfehlen kann, wenn ihr mal, und ich glaube, das ist was, was ich entwickelt habe,
wo ich alleine gewohnt habe in der, oder seit ich alleine wohne, habe ich das halt probiert, immer so zu handhaben, weil man halt immer nur selbst für sein Zeitmanagement quasi verantwortlich ist. Und das ist gar nicht so gut. Und ich glaube, es ist auch, liegt auch in der Natur von einem Naturwissenschaftler, irgendwie Sachen zu optimieren. Aber wenn es um Zeit und Freizeit und Leben geht, sollte man sowas nicht unbedingt machen. Und das ist was, was ich in letzter Zeit rausgefunden habe für mich. Und dass es sehr, sehr schön ist, sich auch mal die Zeit zu nehmen und sich einfach mal nur hinzulegen und einfach mal nichts zu machen. Das mag sehr trivial klingen für Leute wie euch oder für andere Leute oder keine Ahnung. Je nachdem, wie ihr lebt, das weiß ich ja nicht. Aber ja, ich möchte das nichtsdestotrotz einfach mal mitgeben, weil ich bin da in dem Lauf irgendwie rein, ja, da irgendwie reingeraten und irgendwie auch nicht mehr rausgekommen. Und was macht man dann dabei? Moment, das war nicht so gut, was ich hier mache. Komm, wir kommen wohl nicht einfach um, was soll's. Wofür ist man denn stark mittlerweile? Also ganz ehrlich. Ja. Und wir könnten dann auch mal die drei bleichen Erz irgendwann einlösen, die wir haben. Ah, wir sammeln vielleicht noch ein viertes vorher, schauen wir mal. Ah, wir waren hier schon mal. Die grünen Kinder traten aus dem Traum und in dieses Land. Hier werden wir nun voller Geduld den Aufruf zur Rückkehr erwarten. Okay. Die grünen Kinder sind die Insekten vermutlich, die freudig darauf warten, dass der Erlöser kommt und alles regelt. Oh, das war nix. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, was die Spinnen hier angeht, weil es sieht immer noch ein bisschen aus wie ein Fremdkörper neben mir, aber ein schöner Fremdkörper, ja, das muss man sagen. So, sind wir überhaupt richtig? Ja, okay. Weil das Areal hat irgendwie wieder gewechselt gehabt vom Stil her, deshalb dachte ich, jetzt ist man doch wieder zurück auf dem grünen Weg, aber war es da noch gar nicht. Genau, ich glaube hier unten rein und dann. Nee. Moment. Wie kann man noch. War das hier nicht ein One-Way? Nee, das war, glaube ich, kein One-Way. Irgendjemand hat mir, glaube ich, gesagt, das ist kein One-Way. Aber ich könnte schwören. Hier war mal ein Boss. Ziemlich sicher. Und hier dann noch. Nee, hier kommt man. Vielleicht doch. Ich bin verwirrt. Moment. Doch, und jetzt nach links. Hä? Sind wir so beim letzten Mal auch hier hingegangen? Ich habe keine Ahnung. Offenbar nicht, weil sonst wäre diese Barriere da nicht gewesen. Aber wie sind wir dann sonst hier hingekommen? Irgendeinen Weg habe ich übersehen bei der anderen Richtung. Aber schön jetzt auch den Rückweg gefunden zu haben. Das tut auf jeden Fall nicht weh. Genau, hier müsste jetzt noch der Baum irgendwo sein, der uns dann abverlangt, hier überall auf der ganzen Ebene einmal lang zu pezen. Aber ja, die Idee mit den Bäumen finde ich eigentlich ganz cool, dass man halt noch so einen kleinen Plattformer hier einbaut. Wow. Minimier dich doch einfach mal, Spiel. Es können Updates abgerufen. Ach, keine Updates. Ich wollte schon sagen, Windows 7 kann keine Updates. Doch, kann's noch? Müsste es noch, aber bald nicht mehr. Da bin ich mir auch unschlüssig, ob ich mal bald auf Windows 10 upgraden will, weil an sich es hat Windows 7 ja keine Unterstützung mehr. Mein Rechner ist eigentlich sowieso für Windows 7 nicht so richtig ausgelegt. Ja, weil die Hardware eigentlich gar nicht mehr für Windows 7 ausgelegt ist. Aber trotzdem habe ich mich dagegen entschieden, Windows 10 zu kaufen damals. Beziehungsweise habe es verpasst, das zu upgraden, wo es umsonst war. Wobei ich gehört habe, dass es mittlerweile auch umsonst sein soll, das abzugraden. Keine Ahnung wie. Müsste ich mich mal informieren oder so. Weil, ja. Wieso? Wo ist der Baum hier? Der müsste doch hier irgendwo sein. Der müsste genau hier sein. Ich sehe nichts. Es ist eine Lüge. The tree is a lie. Da ist ein Trupp. Ah, okay. Hi. So, jetzt gucken wir gleich nochmal auf die Karte. Genau. Da ist er. Ganz richtig. Habe ich auch so gesehen. Vielen Dank, Karte, oder auch nicht. Ich hoffe übrigens, dass das hier wirklich der.
am meisten links gesetzte Baum war. Weil man sagen muss, dass die Plattformer-Passagen jetzt ja schon ein bisschen cheap geworden sind durch den Doppelsprung. Gab's hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Dadurch braucht man sich wirklich seltenst Gedanken zu machen, dass man irgendwo mistig landet. Oder halt keine Walljumps machen und sonst auch nicht so viel machen. Ah, das passt auf jeden Fall. Hier war der Kartenschreiber. Der hier auch nicht besonders großen Job gehabt hat, weil das Gebiet gefühlt winzig ist. Aber er weiß schon, warum er das kartografieren wollte. Hoffe ich. Nicht, dass er sich jetzt langweilt. Aber gut, wenn du schon die ganze Welt bereist hast und dann die Endpunkte... Hier gibt es wenigstens mal ordentlich von der Traumessenz. Ist zwar auch ein ewig weites Gebiet, aber lohnt sich wenigstens mal. So, hier haben wir noch was. Hier kann man natürlich auch ewig nach den Essenzen suchen, ne? Das ist dann so die andere Sache. Auf jeden Fall haben wir noch nicht alles. Ich würde vorschlagen, wir springen jetzt hier erst nochmal runter. War vielleicht nicht die allerbeste Idee. Ist hier noch irgendwas? Nee. Hier ist noch was. Perfekt. Und da. Und da oben. Das habe ich auch gesehen. Und da oben habe ich noch eins gesehen. Und das war's? Hoffentlich. Nee, okay, dann nicht. Irgendwo müssen wir noch was übersehen haben. Und ich weiß nicht wo. Ah, okay. Hä? Ich könnte schwören, hier wären wir schon mal gewesen, aber gut. Dann eben nicht. Jetzt wäre es natürlich ganz mies, wenn sie hier ganz links noch was versteckt hätten. Wir probieren es einfach mal. Irgendwie müssen wir jetzt gegenklatschen. Ja. Hier ist aber scheinbar nichts. Schön, dass die Spinnen die ganze Zeit an mir vorbeifliegen. Aber irgendwo muss noch was geben. Ansonsten ist, glaube ich, der Effekt nämlich weg. Oder sollte weggehen. Und der Baum sollte sich auch verändert haben, dass er keine von diesen Dingern mehr trägt. Von diesen Kugeln. Was stand hier eigentlich? Höhere Wesen, diese Worte sind euch allein bestimmt. Diese zerklüfteten Weiten erstrecken sich endlos dahin. Keine Welt verbirgt sich jenseits ihrer. Wer tollkühn genug ist, diese Leere zu durchqueren, muss den Preis dafür zahlen und auf den edlen Geist verzichten, den dieses Königreich verleiht. Okay. Ja, ich meine, abhauen ist vielleicht auch nicht die allerschlechteste Idee in der Situation. Wer weiß. Das war's, okay. Perfekt. Damit hätten wir das abgeschlossen. Wieso wird er jetzt immer noch auf der Karte angezeigt? Sollte er eigentlich nicht. Keine Ahnung. Hier wird er immer noch angezeigt. Kein Plan. Egal. Wir gehen weiter nach oben. Und da müsste es ja noch eine Passage geben, wo wir noch nicht waren. Da bin ich mal gespannt, was uns da jetzt mittlerweile erwartet. Hier war es nicht. Immer diese Fake-Eingänge. Das liebe ich ja. Das war beim Kartenschreiber, glaube ich, oder? Der hat sich hier... war das hier? Hatten wir hier noch keine Laterne, wo wir hier waren? Kann das sein? Sieht aber so aus, als hätten wir schon eine Laterne gehabt. Und das hier sieht so aus, als wäre hier eine Sackgasse. Aua. Das war eine Sackgasse. Okay, du schon mal nicht. Nein. Ich vergesse immer, dass ich zu faul bin. Meinen Schlag aufzuladen. Und mich dann halt nicht über Wasser halten kann. Was hier super sinnvoll ist in diesen Stachelgebieten. Hä? Oh, zwei Gegner? Was? Hä? Kommen die immer neu?
So langsam werde ich ganz schön angegangen von denen hier. Hä? Die kommen wirklich immer neu. Verwirrend. Geil. So, einmal noch den aufladen. Du bist weg. So, hier laden wir uns jetzt mal wieder auf ein bisschen. Auch wenn die eh nur noch zwei Treffer aushalten, das ist ein bisschen mickrig. Aha. Wow, die kommen einfach aus dem Nichts angesprungen. What? Was ist das denn? Kranker Scheiß. Der kam aus dem Nichts angesprungen. So, und hier gab es jetzt die ultimative Ausstattung mit blauen Viechern. Oder so. Hier waren wir noch nicht. Krass. Warum eigentlich? Ein bisschen Angst, da komplett runter zu springen. Wow, das heilige Land der blauen Schmetterlinge. Warum waren wir hier nicht? Ionis Segen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir reingegangen und hatten die Laterne noch nicht und sind deshalb wieder zurückgegangen. Das kann gut sein. Schauen wir mal, was Ionis Segen so macht. Irgendwas Tolles muss ich ja darunter verbürgen. Mit blauen Schmetterlingen, nehme ich mal an. Also mit dem blauen Herz. Gesegnet von Ioni, der freundlichen Ketzerin. Interessante Bezeichnung. Verwandelt Lebenssäfte in blaues Lebensblut. Lebenssäfte? Der Träger bekommt einen gesünderen Panzer und kann mehr Schaden einstecken, sich aber nicht durch das Fokussieren von Seele heilen. Aha. Das ist spannend. Also für Bosse, die keine Heilung zulassen, eventuell wie unser guter Zote. Ich meine, er lässt ja Heilung zu, das ist das Problem. Er hat ja die Zwischenphasen, wo man sich heilen kann. Also für Zote ist es, glaube ich, dann doch nicht die beste Idee. Aber so im Grunde genommen ist es auf jeden Fall ein interessanter Talisman. So viel kann man, glaube ich, festhalten. Und eigentlich auch ganz cool aufgezogen hier mit dem blauen Schmetterling. Mein Gott, zu viele Gegner hier. Dass die auch immer wieder nachspawnen müssen, ne? Das ist schon... Ich meine, hier jetzt ohne Heilung wäre ich ziemlich verloren gewesen. Muss man einfach mal ganz klar sagen. Dich habe ich gesehen. Wobei es schon... Wow. Wow, ich liebe das, wenn man diesen Doppeltreffer kriegt. In die Stacheln geschleudert zu werden. Genau, aber das Gute ist mit dem schweren Schlag... Ich meine, sie halten ja sowieso nur einen Schlag aus. Warum ist das jetzt passiert? Hallo. Macht ihr die mal kaputt, genau. Meine Spinnis sollen das mal erledigen. Bam. Und jetzt haben wir hoffentlich hier alles geschafft. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne nach oben weggehen, allein um zu gucken, ob wir auf dem oberen Weg noch irgendwas absahen können. Oder was passiert, wenn man da charge? Das ist ja auch wieder so ein riesiger Abgrund, wo man chargen kann. Ob man dann bis rüber zur Kristallspitze chargen kann, das wäre natürlich echt krass. Also, fände ich echt cool, so eine Abkürzung einzubauen. Dass man halt neben dem... Hi. Ich bin Gorb. Verbeuge dich. Verbeuge, beuge, beuge, beuge dich vor Gorb. Der große Denker, ich bin Gorb. Steige auf, steige auf, steige, steige, steige auf mit Gorb. Den Kriegertraum herausfordern? Oh ja. Hi. Hallo Gorb. Du machst ganz schön komische Sachen. Und du klingst ganz schön komisch. Sieht aber jetzt erstmal recht machbar aus. Also wir hatten, glaube ich, schon schwierigere... Ah, okay. Jetzt macht er ernst. Doppelt ist ein bisschen eklig, aber man sieht ja relativ gut, wo die Sachen kommen. Das ist ja, wird ja schnell angezeigt, man muss nicht so schnell reagieren. Gut, der Triple ist wirklich ein bisschen eklig. Aber er macht ja wirklich nichts anderes an sich.
So, heilen wir uns nochmal hoch. Das war sehr sinnvolle Heilung. Okay, das war's schon. Ja. Ich bin Gorb, der große Denker. Dieser Schmerz, steige auf. Ich bin Gorb. Danke, Gorb. Hier liegt Gorb, der große Denker. Jo. So viel zu denken hatte er dann schon noch, aber es hat gut funktioniert. Warum zum Geier sehe ich immer noch da unten die... Naja, hinterfragt es man nicht. Hat man die jetzt auf der Karte gesehen oder war das jetzt irgendwie ein Secret? Oder so. Ich weiß es nicht. Hier geht's wieder runter nach Mistmund, ja. Was ich aber an sich nicht will, ich wollte eigentlich erstmal zur Bank gehen, die sich da unten befindet, okay. Dann sollte man auch da unten reingehen.